Ciao, willkommen im Haus der Eulen im Disney Channel. Reist mit uns in eine Welt des Zaubers, wie ihr sie noch nie erlebt habt. Naja, ein bisschen wie diese Welt, nur entschärft für 6- bis 11-Jährige. Warum interessiert sich niemand dafür? Die Zeichnungen sehen nicht gerade verlockend aus. Dass man ein Buch nicht nach seinem Einband beurteilt, wissen selbst Babys. Und man liest Azura nicht wegen der Bilder. In den Worten steckt die Magie. Zweimal habe ich in Tanabrak verweilt. Doch nie habe ich mein Treuegelübde euch gegenüber gebrochen, Azura. Okay, die Texte sind vielleicht etwas überladen. Aber es geht auch um die knisternden Gefühle, das verworrene magische System und um den Geruch der Saiten. Los! Ich hab gehört, dass... Raus damit, Hermosa! Die Autorin von Azura signiert heute Nachmittag in der Bücherecke ihre Werke. Hä? Du freust dich sehr viel weniger, als ich erwartet hatte. Entschuldige, ich bin auch noch hier. Ich bin nur verwirrt. Die Autorin ist ein Mensch. Nein, ist sie nicht. Sie kommt aus der Dämonenwelt. Sonst hätte ich meine nicht. Und wie bin ich an meine gekommen? Komm doch mal! Hey! Siehst du? Mensch! Kann die Autorin von Azura zwischen den Welten reisen? Geht weg von mir! Ihr seid gar nicht süß! Ich habe immer noch mehr Freunde als ihr! Seltsam, dass wir dieses Geheimnis nicht früher gelüftet haben. Ich fand schon immer, Mildred Featherwild klingt viel zu entzückend, um ein echter Name zu sein. Denkst du, sie hat ihr eigenes Portal? Denkst du, sie ist mit diesem Menschentypen Philipp verwandt? Und was, wenn die Autorin Ida ist? Sie hält es nur geheim, weil ihr die vielen Rechtschreibfehler peinlich sind. Okay, diese Theorien erscheinen mir etwas unrealistisch. Offenbar ist es deine Mutter als Kind, die in die Zukunft geschickt wurde, um dich die Kunst der Hexerei zu lehren. Was es auch ist, wir werden es bald herausfinden. Was sollen wir jetzt machen, Amity? Ich weiß es nicht. Ich kenne kein anderes Geschäft, das diese Bücher verkauft. Wir waren so nah dran. Ich glaube, das ist sie. Das ist die Autorin. Mildred... Featherwild? Oh, los, hinterher! Vielleicht ist es Kikimora und sie kann sich nur durch Fiktion ausdrücken. Oder ein weiterer gestaltwandelnder Basilisk, der versucht, seine Geschichten durch Metaphern zu schreiben. Tinella Nase? Sie hatte die ganze Zeit über einen Namen? Sorry, Boss. Wir sind aufgeflogen. Tibbles? Ich habe noch ein paar Autorenfotos bearbeitet, Boss. Hab mich selbst übertroffen. Los? Metformule. Ach, jetzt beruhig dich. Menschenabfall landet doch ständig in unseren Gewässern. Und vor etwa einem Jahr fand ich eine Kiste mit Büchern am Strand. Seitdem versuche ich, Schnecken damit zu verdienen. Aber niemand kauft sie! Warte, ich werde doch dafür bezahlt, oder? Nicht jetzt, Kleiner. Laut dem Besitzer der Bücherecke hat bisher nur eine einzige Kundin etwas aus dieser Reihe gekauft. Davon habe ich nichts gewusst, ich schwör's! Das ist die schlechteste Betrugsmasche, mit der ich je unterwegs war! Dann ist die Autorin doch ein Mensch. Hattet ihr etwa eine dramatische Enthüllung erwartet?